Das ist hier unser Raum, wo wir die ganzen Materialien für unsere Ausstellung lagern. Also zumindest die Sachen, die für die interaktiven Ebenen sind. Da haben wir auch einige Tests durchgeführt. Hier sehen wir in der Ecke zum Beispiel diesen Glaszylinder. Da haben wir einfach mal ausprobiert, mit Salz Kristalle zu züchten. Man sieht hier noch unten den Faden, der ist leider schon abgestürzt, aber man sieht, es sind schöne Salzkristalle gewachsen. Ja, dann Stühle. Die Frage ist, was für Stühle? Bambusvorhang, verschiedene Sitzkissen und Bauteile für, tja, wer wird es erraten? Wir wollen ja noch nicht alles verraten im Vorfeld. Ja, diverses Sandspielzeug. Das ist eine Verpackung für eine Mikroskopkamera. Fischernetz. Glaskugeln an Seilen. Und zwar eine ganze Menge davon, wie man sieht. Die ersten Beschriftungen. MP3-Player. Also man sieht, das ist eine ganze Menge Kram. Alte Telefone und Fernbedienungen und Elektronikbauteile. Auch wieder die Frage, für was das wohl gut sein wird. Auch ganz, ganz obskure Sachen vom Klingelwecker. Achtung, jetzt wird es gefährlich. Stange Dynamit. Von denen kennen viele bestimmt auch. Ein Schwamm. Tja, viele, viele Sachen. Kristalldummies. Tja, Salz, Lupen. Also man sieht eine ganze Menge Sachen und damit man mal einen Eindruck bekommt, hier haben wir schon mal die Tische aufgebaut. Also das sind drei Tische, an denen man Experimente bzw. auch basteln kann. Wir haben verschiedene thematische Ebenen. Die eine ist Kristalle. Was haben wir da alles Schönes? Also die Mikroskopkamera haben wir hier wieder. Da gehört dann auch noch ein großer Computer dazu. Wir haben die Lupen. Scheren, da sieht man, für was die Kristalldummies gut waren, aber auch verschiedene Objekte, die direkt mit der Ausstellung zu tun haben. Hier haben wir ein schönes Stück Arat, ein Zitrin, Stück Granit, das Amethyst. Der nächste Tisch, Alltag. Tja, was begegnet uns im Alltag? Also einerseits haben wir hier unseren Ray. Ray ist unser Maskottchen und soll ein, tja, ein Einzeller sein. Und im Alltag, das ist nicht unser Alltag gemeint, sondern da ist auch, gehört auch der Alltag unserer Vorfahren dazu. Ja, und letztendlich geht es hier auch um einen der ältesten Werkstoffe, den wir Menschen kennen. Und das ist bestimmt ein Werkzeug, das viele schon mal gesehen haben. Also hier kann man dann direkt. Das ist ja eine Arbeitsplatte drunter. Ne? Dann kann man direkt am Tisch mal wie in der Steinzeit probieren, Sachen zu bearbeiten mit solchen Werkzeugen. Oder auch hier mit Ritzen. Wir haben selber schon Tests gemacht oder hier Holz geschnitten damit. Muss ja auch gucken im Vorfeld, bevor so eine Ausstellung eröffnet, dass die Sachen auch so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ja, und der letzte Tisch, da geht es um die Technik. Also unsere moderne Technik heute. Und man sieht hier, begegnet uns unser Elektronikschrott wieder. Ja, ich glaube, der ein oder andere wird ganz schön schmunzeln, wenn man diese Handys sieht, die heutzutage schon fast schon vorsintflutlich aussehen, in Zeiten von Smartphones. Aber tja, vor 10 Jahren war das top modern. So schnell kann es gehen. Ja, und hier steht ganz groß drauf Tablet. Das wird dann hier noch, wenn dann die Ausstellung fertig ist, zu sehen sein. Gut, das war mal ein kleiner Einblick und ich hoffe, wir können euch damit ein bisschen neugierig machen, uns zu besuchen. Ab den 24. Juni dann eröffnen wir. Und wer einen Vorgeschmack bekommen möchte, vor allen Dingen auf Mikroskopie von Kristallen, kann gern zur langen Nacht der Kirchen und Museen in Kamenz am 21. Mai, das ist ein Samstag, zu uns kommen. Da kann man auch eigene Sachen mitbringen zum Bestimmen, wer möchte. Das wird auf jeden Fall auch ein sehr spannender Abend.